Los, Ramot, setz Hitzewelle ein. Dies waren die bestimmten Worte, die er an das Pokémon richtete, dessen Ausstrahlung ihn an seinen ersten Partner erinnerte. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Pokémon Schwarz Edition 2. Heute geht es zu Top 4 Eugen. Als allererstes, wie gesagt schon in der letzten Folge, die liebe alte Geisterfrau möchte ich mir zum Schluss aufheben. Da sie doch stärker ist, als man sich das vielleicht vorstellen möchte. Zack, da ist der Eugen. Let's battle. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du erneut mit mir die Klingen zu kreuzen bereit bist. Ich glaube zutiefst an die Überlegenheit der Pokémon von Typ Kampf. Auf dieser Welt ist kein Platz für schwache Zauderer. Es obsiegt allein derjenige, welcher von einer starken Überzeugung geleitet wird. Und die Krönung aller Mühen ist letztendlich ein überlegener, ja, ein vernichtender Sieg über den Gegner. Junger Trainer, mach dich bereit. Okay, let's battle. Battle, let's battle. Sodele. Da mal den guten alten Eugenius. Los geht's, Bock to Smog. Ja, wir starten mit einem Gift-Pokémon. Aus dem Grund, weil ich es dann gleich mal verbrennen kann. Um so den Angriff zu halbieren. Was mir gerade gar nicht gefällt, ist, dass es Steinkante kann. Nach wie vor bist du sehr stark. Darum jauchzt mein Herz vor Freude. Ja, das freut mich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich irgendwas anderes machen muss. Ich weiß aber noch nicht was. Ich bin mal so frei und tausche, auch wenn es gefährlich sein kann. Weil ich nicht weiß, wie viel Steinkante jetzt abziehen wird. Oh, Attacke abgewehrt. Geil. Schwertanz. Wenn nur eines dieser Kampf-Pokémon schneller ist als ich, bin ich weg. Vor allem, wenn Steinkante kann. Oh, das war nicht schlecht. Das war leider zu gut. Ah, das juckt mich jetzt ein bisschen. Weil ich jetzt ein bisschen Weichheit mäßig kämpfen muss. Oh Gott, wenn das jetzt so viel abzieht. Nee, oder? Echt? Krass, hätte ich nicht gedacht. Na gut, dann gibt's einen Kick ins Gesicht mit Huaya. Tja, auch ich habe trainiert, mein lieber Tex. Seit unserem letzten Treffen wusste ich sofort, dass du zurückkehren wirst. Okay, Toon Kick. Zack, auf den Kopf. Chiltesto besiegt. Dann würde ich sagen, 1-1, mein Lieber. Ja, du hast so recht. Aber freu dich nicht zu früh. Meditales. Okay, wobei, bleiben wir doch im Spiel. Wir können ein bisschen switchen. Ist ja alles easy. Und zwar mit Kehrtwende. Na, zieht weniger als ich gedacht habe. Zieht weniger ab, als ich gedacht habe. Genau das wollte ich sagen. Spitzprinz muss irgendwie überbrücken. Geht im Moment nicht anders. Zumindest wüsste ich nicht wie. Okay. Da ist wohl jemand gestürzt. Ja, sehr schön. Okay, es kommt ein bisschen Trank oder sowas. Ja, genau. Deswegen trägt er auch Huaya eine Großlinse, damit sie nicht stürzen wird. Oder stürzen kann, was auch immer. So, Wassermarsch. Wassermarsch. Und nochmal Wassermarsch. Dann haben wir sie. Ihn meine ich. Aber Meditalis wirkt so... ja, weiblich irgendwie.
Ich überlege gerade, wie Schuh, okay. Weil letztendlich hat man kein Pokémon, das so richtig parieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich bleibe einfach mal dran. Weil Wishu hat dafür nicht so eine hohe Verteidigung. Vielleicht reicht da noch ein Surfer. Wenn ich dann. Oh, okay, alles klar. Okay, was bringt sie? Ich spreche die ganze Zeit so komisch. Was bringt sie? Was bringt er? Man möge meinen oder man könnte sagen, dass er von Typ Wasser ist, weil er so blau ist. Ich weiß, totaler Hirngespinst, aber was soll's. Surfer! Oh, Steinkante! Kann böse sein. Hat eine Volltrefferquote, eine erhöhte. Bei Steinhagel ist, glaube ich, Flinch, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, wie auch immer. Hauptsache, wir knocken es irgendwie aus. Sehr gut. Sehr gut. Und Wishu kommt wieder zurück ins Spiel. Ja, herzlich willkommen. Und weh, du flüchtest wieder mit Kehrtwende. Ich sag's dir, mach das lieber nicht. Das reizt mich nur. Oh, Tonkick. Böse, böse. Haut mich weg. Tonkick ist das Nonplusultra, finde ich. So, mein Wishu ist auf Level 70, aber ich riskiere es trotzdem. Zwei Wishus. Tumkick, ich hoffe, es ist nicht schneller. Nein, es ist schneller, verdammt. Oh, überlebt. Oh, nee. Ach, was ist das für eine Verarsche? Okay, Bock, du Smogmus her. Hätte ich auch vorhin machen sollen, mit Irrlicht. Da wäre das eine runde Sache gewesen. Akrobatik. Gar nicht mal so eine blöde Attacke. Also ein es war doch ein Volltreffer, oder habe ich das jetzt irgendwie verlesen? Egal, ich setze einfach mal Flammenwurf ein. Ja, passt. Passt locker. Beulenhelm, Verbrennung, meine Attacke noch dazu. Läuft. Matschbombe wäre halt geiler gewesen, aber was soll's. So, dann überbrücke ich mit einem Trank. Bock des Mox soll im Spiel bleiben. Aber definitiv. Wir brauchen dich noch. So. Okay, so geht's auch, oder? Meistergriff! Jetzt kommt der Meister höchstpersönlich. Was machen wir denn? Machen wir erstmal Irrlicht. Ach, toll. Und der protzt natürlich wie blöde. Okay. Ich überlege gerade, ob wir auf Matschbombe setzen oder lieber auf Finale. Ich meine Explosion. Ich meine, das große Finale sozusagen mit einer Explosion beenden hat schon was. Aber wenn ich mich da nicht alles täuscht, hat der gute alte Herr noch was. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Explosion Bock to Smog. Smog Bock! So, ausgenockt. Leider. Dafür aber auch mit etwas Glück Meistergriff. Doch, hat gereicht. Volltreffer. Gibt zwar keine Erfahrungspunkte, aber was soll's. So, Granisekrell darf den Schluss besiegeln, das Ende machen, was auch immer. Und fast auf Level 70. Vielleicht kommen wir noch auf Level 70. Oh nee, nicht dieses Pokémon. Mein letztes Pokémon. Doch es ist unendlich stark. Ja, das weiß ich leider.
Hausbruch, ich riskier's. Lucario ist eh schneller. Und nach Hausbruch sollte ich schneller sein. Also mit Felswerfer werde ich nicht viel erreichen können, aber vielleicht mit Erdbeben. So, Angriff steigt stark und natürlich auch Initiative. Spezialangriff braucht kein Schwein. Erdbeben. Ja, ich bin schneller. Dann hauen wir mal diese Stahl-Kampf-Pokémon raus. Das müsste eventuell reichen, oder? Ja, perfekt. Und Level 70. Perfekt. So etwas wie das stärkste Pokémon gibt's nicht. Auch keine stärkste Kombination. Da ist es schwierig, immer zu gewinnen. Doch ein Herz, das nach Stärke strebt, ein Geist, der Stärke verstehen will. All das kann ich wertschätzen und ich respektiere dich, weil du diese Tugenden besitzt. In der Pokémon-Liga warten noch weitere starke Trainer darauf, von dir zu einem Kampf herausgefordert zu werden. Nutze die Gelegenheit, die Bindung zu deinem Pokémon-Team zu stärken, indem ihr eure Kräfte im Kampf gegen andere Trainer vereint. Jo, das werden wir machen. Aber zuvor brauchen wir Beleber. Erstmal muss alles aufgetankt werden. Weil hier alles einfach K.O. ist. So, wir haben eine Unlichttrainerin. Die startet mit irgendeinem Geist, aber ich bin mir nicht mehr sicher, mit welchem. Daher brauchen wir... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, mit welchem Pokémon wir starten sollen. Bei Mitua, ja, kämpfe ich natürlich am liebsten, aber irgendwie kann es in dem Fall nicht so richtig rocken. Vielleicht stelle ich Matrifol nach vorne und konter dann eventuell mit Granisegrell, sofern nötig. Werden wir gleich sehen. Versuchen wir es einfach mal. In den Teleporter. Jetzt kommt die stärkste. Noch stärker als der Champion, meiner Meinung nach. Wobei der Champion bin ja ich. Ui. So, meine Liebe, Anissa heißt du, glaube ich, oder? Der Schrei. Los, Ramot, setz Hitzewelle ein. Dies waren die bestimmten Worte, die er an das Pokémon richtete, dessen Ausstrahlung ihn an seinen ersten Partner erinnerte. Na, wie hat dir das gefallen? Das war ein Auszug aus einem Roman, an dem ich zurzeit schreibe. Nichts begeistert mich sehr, als über die starken Bande zwischen den Trainern und Pokémon zu schreiben, die mutig genug waren, mich herauszufordern. Höchste Zeit also, euch ebenfalls zu Protagonisten in meinen Erzählungen zu machen. Okay, alles klar, dann bin ich bereit. Für so einen Firlefanz. Ich möchte das nicht abwerten, aber ich bin guter Dinge. Ich bin gute Dinger. So. So, und allein dieses Gerocke ist schon mal so geil. Dum, 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 dum. Okay. Wir fangen also mit einem blöden, hässlichen Geist-Pokémon an, das wahrscheinlich mit Irrlicht erstmal Ärger bereiten möchte. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Mumie. Und allein, dass das so wenig abgezogen hat, macht mich schon ein bisschen kirre. Kirre, kirre, kirre. Okay, alle Anfang ist schwer, wurde hier gesagt. Wettersturm. Ah, das ist so ein bisschen zwiespältig, das Ganze. Aber wenn ich so überlege, kann ich da eigentlich schon taktisch wieder was raushauen. Und zwar, wenn ich mit Schwertanz ein bisschen booste. Sehr gut. Sudele. Sudele, jetztle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, Schwerttanz. Schafft man es zweimal? Nee, oder? Wird ein bisschen risky. Vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass er fast 60 abzieht. Ihr Licht abgewehrt. Ja, geil. Eine Runde extra Schwerttanz. Einfach so für Ome. Ja, das passt. Das juckt mich überhaupt nicht. Weil ich danach Top-Genesung einsetze und danach mit Laubklinge rocken werde. Okay, da haben wir schon mal eine gute Basis für den Kampf. Und jetzt kannst du mit Spukball kommen, das juckt mich überhaupt nicht. Außer du landest im Volltreffer, das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Scheiße, was? Habt ihr das gesehen? Da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Echt nicht, ey, das gibt's ja nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die reinste Verarsche, echt. Aber echt mal. So, ey, noch einmal kommst du mir da nicht davon. Ehrlich, ja, verbrenn mein ganzes Team. Leute, wir machen das gleich nochmal, echt. So lasse ich mich nicht unterbuttern. Wobei, vielleicht mit Granise Creme ein bisschen was raushauen. Wäre auch witzig. Hausbruch und danach rocken. Ah, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich wahrscheinlich relativ viel Schaden bekomme nach Hausbruch. Weil natürlich meine Verteidigung sinkt. Leider, leider, leider. Aber da muss ich wohl durch. Da muss ich wohl durch. Okay. Oh Gott, ist das spannend gerade. Erdbeben. Hauen wir das erstmal weg. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Golgantes. Golgantes ist Stein. Stein, was ist das für ein Vieh eigentlich? Hat es Schwebe? Kann das schweben? Wie viel? Oh nee, es ist Stein. Ich erinnere mich daran, weil ich mal mit Kreuzschere versucht habe, es zu besiegen. Aber es wird nichts. Es wird nichts. Ah, das habe ich ganz vergessen. Toll. Echt super. Aber jetzt haben wir wenigstens einen physischen Gegner. Können wir vielleicht wieder auf die alte Taktik setzen. Die zwar ein bisschen Zeit kostet, aber der noch sehr effektiv ist. So. Und jetzt brauche ich falsche Tasche. Nee, scheiße, welche Tasche sind die denn? Hier, Top-Beleber. 8 Stück haben wir noch. Also eine schöne Anzahl für den letzten Kampf. Weiß nicht, soll ich versuchen zu rocken? Ich versuche einfach zu rocken. Na, alles klar. So viel zum Thema Rocken. Na, geil. Aber so blöd ist er, glaube ich, nicht nochmal einzusetzen. Anzugreifen, meine ich. Anissa. Top-Genesung. War sowas von klar. Warum können die alle Steinkante? Dann geht die Taktik ja gar nicht auf. Also die Taktik von wegen wechseln und mit Matri voll rocken. Spritzi, wir brauchen dich. Spritzi! Spritzi! So. Okay. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Jetzt können wir in Ruhe Surfer den ganzen Kram einsetzen.
Hui. Okay, das läuft doch wieder sehr gut. Also ich würde behaupten, wir sind so langsam wieder im Spiel. Okay, trifft Zeppelin. Ah, unser Herr Felsenwerfer ist leider K.O. Ah, das ist schade. Sogar sehr schade. Okay, dann kämpfen wir mal so weiter. Und Surfer. Döner kann der. Scheiße, muss ich aufpassen. Weil das kann dann richtig in die Hose gehen. Okay, es zieht jetzt nicht so viel ab. Und Döner muss natürlich früher oder später treffen. Toll. Komm, komm, du hast keinen Step, du hast keinen Step, du hast keinen Step. Du hast keinen Step, siehst du, hab ich doch gesagt. Also Step ist übrigens, wenn der Gegner die Attacke einsetzt vom gleichen Typ, also praktisch. Trifft Zeppelin müsste von Typ Donner sein, also Elektro, damit es stärker ist, die Attacke. Und zum Glück kann es kein Finalschlag. Was ist Gelaber nochmal? Vergesse ich immer. Ach ja, das Vieh, ich erinnere mich. Dieses leuchtende Vieh da, diesen Leucht... Ja, genau, das meine ich. Kronleuchter. Okay, Surfer kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hin, weil schnell genug ist. Wasserdüse. Wenigstens ein bisschen was abziehen. Also viel mehr geht da wahrscheinlich nicht. Oh, oh. Alles klar. Spritzt man sich, danke dir. Und jetzt, wie mache ich den Rest? Mit wem mache ich den Rest? Ist eigentlich das letzte Pokémon? Ich glaube, das vorletzte, oder? Wenn ich mir das so anschaue, ich habe kein passendes Pokémon. Leider nicht. Wie viel zieht Matschbombe ab? Ah, dazu komme ich gar nicht erst. Alles klar. Hua ja, kannst du uns irgendwie helfen? Du kannst Sturmkrieg Ableitieb vielleicht mit Sprungfeder, höchstens. Was anderes kommt mir da gerade nicht in den Sinn. Ja, Typ Geist ist natürlich immer schwer, weil dann treffen die ganzen Normal- und Kampfattacken nicht mehr. Toll, direkt auf den Kopf. Aber man kann schon sagen, dass die Geisterfrau die stärkste ist. Definitiv. Wobei, warum mache ich denn gerade so einen Quatsch? Ich zerreiß mich hier fast den Kopf, aber allerdings kann ich doch einfach Top-Beleber einsetzen. Ist doch easy peasy. Für Spritzprinz. Ich liebe den Namen Spritzprinz irgendwie. Spritzprinz. So. Okay, alles geplant, Spritzprinz muss rein. Okay, Surfer. Ich dachte ganz kurz, dass es überlebt hat. Ah, ich bin gerade völlig fertig mit den Nerven, echt. Sau spannend heute, Traummagie. Matrifol. Wobei, Geist? Was ist nur Geist, oder? Ich glaube nur Geist. Egal, probieren wir es aus. Quatschere. Kreuzschere, Kreuzschere, Kreuzschere. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Na toll. Na, so viel wird es nicht bringen. Hoffe ich zumindest. Okay. Lautklinge. So, erstmal sorry, ne, Leute, dass die Folge so lange dauert. Okay, 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 okay. Ich bin schon fast im Nägel kauen, das ist ja verrückt. Ja, gereicht. War es ein Volltreffer?
Frostetia hast sie noch, die gute. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber damit das perfekte Pokémon. Weil Frostetia eine vierfache Kampfschwäche hat. So, dann hauen wir mal rein. Meines Kapitel ist angebrochen. Meines Pokémon geht an den Start. Ach Mann, ich habe Frostetia gerade mit Firnontor vertauscht, gedanklich. Peinlich, peinlich. Sprungfeder. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Glaube ich zwar nicht, aber... Ja, wenn wir erst dazu kommen sollten, was nicht so danach aussieht. Kommt schon. So, Psychokinese. Bringt nichts. Sprungfeder. Ich hoffe, es zieht viel ab. Sollte nicht so eine hohe Verteidigung haben. Spezial natürlich total geil, aber sonst kannst du vergessen. Toll. Mist, Mist, Mist. Okay. Spritzmünz. Und dann werden wir hier einfach mit Surfer den Rest machen. Es wird sich zwar ein bisschen ziehen, aber anders geht's glaube ich nicht. Zumindest nicht so einfach, oder? La la la. Diesmal aber ein Happy End. Nichts ist schlimmer als ein bitterer Nachgeschmack. Hey, die Folge geht schon fast eine halbe Stunde. Jetzt will ich dich endlich besiegen und dann ist gut. Boah, die alte Frau, die nervt doch. So, 72. Sehr cool. Oh nein, schon wieder bin ich sprachlos. Da kenne ich so viele Wörter und kann mich doch nicht ausdrücken. Bestimmt werden aber alle Worte jetzt nur blasse Abziehbilder meiner wahren Gefühle. Aber eins will ich doch noch sagen, du bist einfach großartig. Wow, danke für das Kompliment. Lass mich dir etwas sagen, junger Pokémon-Trainer. Der Person, der es gelingt, die Top 4 zu bezwingen, gebührt die Ehre, die Kammer des Champs zu betreten. Und du hast uns bewiesen, dass du uns diese Ehre mehr als würdig bist. Nun ist es an dir, die noch leeren Seiten im Buche deines Lebens mit Inhalt zu füllen. Möge deine Zeilen der Nachwelt als Beispiel dienen. Meine Lieben, Cut! Wir sehen uns in der allerletzten Folge von Pokémon Schwarz Edition 2. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis dann. Ich werde dich besiegen. Ja, das werden wir sehen, meine Liebe. Wow. Der letzte Kampf, Tex vs. Linia.